Regierungssprecher von der Merkel, bin ich blöd oder was? Ja. Meine Damen und Herren, wir haben in letzter Zeit immer wieder gehört, in dieser Krise, die Spekulanten und die Banken wären gar nicht schuld an der Krise, sondern sie wären nur ein Symptom, ja, aber nicht die Ursache. Das wäre wie praktisch medizinisch gesehen, man hat einen Eiter am Backenzahn und das Problem ist nicht der Eiter, sondern du hast in Wirklichkeit ein Magengeschwür und jetzt mach den Eiter weg, das Magengeschwür bleibt und genauso wären das praktisch die Spekulanten, die Banken, das wären der Eiter, ja, und sie hätten ja nur den Finger in die Wunde gelegt und sozusagen auf strukturelle Schwächen des Systems hingewiesen. Kann man so sehen. Jetzt habe ich mir mal überlegt, wenn jetzt zum Beispiel so ein Spekulant über, sagen wir, an einer ungünstigen Stelle über die Straße läuft. Und ein anderer fährt ihn mit Absicht tot. Ist es dann Mord oder nur ein Hinweis auf eine strukturelle Schwäche der Verkehrsführung? Waren die Attentäter des 11. September Terroristen oder haben die vielleicht nur einen Hinweis gegeben auf eine strukturelle Schwäche oder statische Schwäche des Bauwerks? Natürlich ist es Blödsinn, das waren Terroristen. Ja, natürlich. Und jetzt können Sie sagen, Belzig, willst du andeuten, dass der Taliban-Terror irgendwas zu tun hat, vergleichbar ist mit der Finanzwirtschaft? Nee, ich möchte es nicht andeuten, ich möchte es direkt mal behaupten. Ja? Weil aufgemerkt, Die Europäische Union hat vor ein paar Jahren genau definiert, was Terrorismus ist. Terrorismus ist erstens Straftaten, welche die Bevölkerung einschüchtern. Ist im Finanzterror der Fall. Zweitens Straftaten, welche die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen eines Landes zerstören. Ist im Finanzterror der Fall. Drittens, zwei Personen, die in Verabredung handeln, ist beim Finanzterror sowieso der Fall. Am 8. Februar zum Beispiel haben sich in New York ein paar Hedgefondsmanager zusammengehockt. Ja, also gut, ist nur der Eiter, aber trotzdem. Und die haben an dem Abend beschlossen, auf den Euro, also gegen den Euro zu wetten. Und dann begann das Drama. Ja. Und es waren mehr als zwei. Zwei von ihnen habe ich hier mal da. Das ist der eine, das ist der Don Morgan, ein Hedgefondsmanager, und dann David Einhorn, ja, und die haben begonnen und dann sind andere gleich eingestiegen, zum Beispiel dieser Mann hier, Peter Clark, oder der hier, wie heißt der, John Taylor, ja, also die waren's. Und jetzt kann man fragen, sind das Terroristen? Oder anders gefragt, sollte man Guantanamo noch eine Weile offen halten? Ja? Nein, nein, sagen die Experten, die sind ja nur der Eiter. Das Machengeschwür ist was anderes und deswegen bringt es gar nichts, auf den Eiter loszugehen, ja, und Feindbilder zu schaffen. Beliebtes deutsches Feindbild zum Beispiel hier, Josef Ackermann. Alle brücheln auf ihn ein. Ja, alle, immer. Es gibt ja dieses Sprichwort, man schlägt den Sack und meint den Esel. Und Josef Ackermann, das möchte ich jetzt mal wirklich sagen, ist nicht der Esel. Die Fachleute sagen, Ackermann ist nur ein Sack. Ja. Und wo sitzt er da drin? In seiner Sackkarre, ja? Ja, Wortspiel. Wortspiel, mäßig originell, aber muss auch mal sein. Haben Sie ihn übrigens gesehen, vor einer Woche im ZDF, exklusiv Interview, eine Stunde lang Sackhüpfen mit Maybrit Illner? Wo er noch gesagt hat, er glaubt nicht, dass die Griechen zurückzahlen werden. Er hat nur gesagt, was alle denken, alle wissen. Aber er dürfte es nicht sagen. Haben sie ihn eingebrüchelt. Brüderle, hat gesagt, es geht nicht. Der Ackermann, so ein wichtiger Mann, der kann sowas nicht sagen. Da war beim Brüderle natürlich auch Neid im Spiel, weil Brüderle weiß, er kann sagen, was er will. Es ist einfach nicht wichtig. Ne? Aber schauen Sie, es ist nur ein Sack. Und Sack ist ja nicht gleich Sack. Man muss mal unterscheiden. Es gibt ja so viele Arten von Säcken. Ja? Es gibt ja Drecksäcke, ja? Scheißsäcke, Mistsäcke. Ja? Also diese Finanzwirtschaft besteht ja nur aus Säcken. Es gibt 5000 Hedgefonds auf der Welt. Also da wollen wir mit den Sackratten schon gar nicht anfangen.